Hallo Leute, ja, herzlich willkommen bei Dwarf Fortress. Ja, die Tante Mimi und der Patrick, die hatten mir geschrieben, ich habe hier die Räume viel zu groß gemacht, 3x3 reicht vollkommen aus. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier gucken, wie wir das irgendwie wieder gemanagt kriegen, dass das ne, zurückgebaut wird. Ich habe kein blassen Schimmer, habe ich noch nie was zurückgebaut und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ne? Keine Ahnung, aber ich habe auch zu weite Laufwege, schreiben sie. Ich sollte mehr die Ebenen da nutzen, aber das ist das räumliche Denken. Da habe ich immer schon Schwierigkeiten mit gehabt in diesem Spiel und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ihr wisst Bescheid, wir gucken das Logo und dann will ich mal gucken, wie ich das hinkriege, dass ich das hier wieder umgebaut habe. Ne? Ja, Tante Mimi hat auch noch mehr geschrieben. Hier der Pfeil, da kann man dann auch priorisieren wohl. So, ist das der High Traffic Area? Use this? Ne, da ist ja schnell. Ach so, das ist. Ne, der gelbe Pfeil unten in der Mitte, hatte sie geschrieben. Aber das ist doch, dass sie schnell laufen auf den Wegen, oder? Ja, das ist jetzt wieder mal das, was ich nicht verstehe, ne? Oder bin ich hier an der falschen Stelle mit dem Pfeil? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen radieren. Das erstmal alles ausradieren wieder. Damit das hier auf gar keinen Fall noch gebaut wird. Das war sowieso nicht im Angriff genommen. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen, dass die Räumlichkeiten dann dementsprechend angepasst werden, ne? Jetzt muss ich Mauern bauen. Smooth a raw wall to make it more pleasure pleasing. Also ich muss jetzt hier den Mauern bauen, ne? Oh, die war aber schon mal falsch. Aber das ist da schon mal richtig. So, jetzt wird es dann schwierig mit, ne? So, ich glaube, das ist ein 3x3 Raum. Und den müssen wir noch aushöhlen, damit sie rein und raus können, ne? Gut. Oh, das ist jetzt wieder mal schwierig hier, ne? Kann man das auch sehen, was da noch einer was baut? Ja, man sieht es gerade so, ne? Gut, das heißt, weitere Arbeiten beginnen hier dann. So, warte mal, aber dann kann ich ja definitiv ja diese Linie komplett so reinbauen. Ja, komm, zieh es. Na, jetzt ist es abgebrochen. Weil das muss ja schon mal so sein, ne? Und da ist der erste Raum zu Ende. Das heißt, hier muss der nächste Raum zu Ende sein. Das war wieder verkehrt. Ich glaube, ich muss die Shift-Taste drücken. Der Raum passt dann. Das muss da sein. Nee, ich kann wohl nicht. Muss immer hier draufklicken oder wie? Hotkey M. Vielleicht komme ich da ja mit klar. So, das heißt, der Eingang ist passend. Das können wir mal abbrechen. Gucken, ob das das Richtige ist, weiß ich nämlich nicht. Lass den erstmal bauen und dann gucken wir weiter. Jetzt ist die Frage, ob wir hier überhaupt Steinwände bauen können. Dafür brauchen wir bestimmt noch Blocks, oder? Stonewalker, ja. Make Rock Doors. Ne, die will ich ja nicht mehr machen. Add new task. Blocks. An diese Table. Achso, das ist in einem Store drin. Make Rock Blocks. Und das können wir erstmal hier raus machen. Soll er noch einen machen und dann ist erstmal gut, oder? So. Also die Rock Blocks habe ich natürlich nicht repeated. Ne? Das machen wir mal schnell noch, weil wir brauchen ja einige mehr. Gut. Ist die Frage, wann das hier losgeht, ne?
Da hat schon einer was weggeholt auf jeden Fall. Ah, hier hinten blinkt's. Das heißt, da wird die Wand als erstes vorgebaut, oder? Es sind mehrere auf jeden Fall da, die das machen. Aber was sie machen, weiß ich auch noch nicht. Man sieht hier eine Linie, man sieht da eine Linie. Und dann ist die Frage, ob da auch was hingebaut wird. Sieht jetzt nicht so aus, oder? Habe ich was falsch gemacht? Ach, das ist keine Wand bauen, das ist hier glätten. Da habe ich wohl was falsch gemacht, ne? Ach Gott. Ich muss Wände bauen. Display Structures. Constructions. Hier müssten Walls bei sein. Da sind sie. Okay, das heißt, wir machen das mal so. Keep building after. Ach so, das. Was haben wir denn hier am meisten? Undesit. Set. Aha. Use closest material. Ne, das will ich ja nicht machen. Ich will schon tatsächlich hier. Aber ich möchte gerne, dass der das immer das nimmt hier. Was ist jetzt das andere? Sitz hier unten hingewandert. Da muss es auch noch hin. Oh, da müssen wir aufpassen, dass die sich nicht einbuddeln hier. Und das muss weg. Und das muss weg. Da ist schon passend. Da muss noch eine Wand hin. Ne, das war falsch. Construction Walls. Wo war denn die Wand, die ich jetzt setzen musste? Da. Komm, dann mach es so. Also, es geht nur da, okay. So, das heißt, das ist okay. Dann können wir hier noch eine Stelle ausgraben und da muss das ausgegraben werden. Ja komm, dann mach das mal hier gerade komplett weg. Das sieht ja auch nicht so dolle aus. Place Structures. Doors and Hatches. Doors. Keep haben wir schon. Ah, da sind jetzt ganz viele hier. Da haben wir schon 13 dann. Passt erstmal, oder? Hier müsste dann auch noch eine hin, aber die müssen wir erst dann abbauen. So, das heißt hier Structures. Wall kommt hier dann hin. Und der Sit. Das sieht ja hier schon mal schick aus, oder? Keiner ist eingesperrt, das ist auch gut. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir was finden. Das war. Forbid your citizen from using an item or designate.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Das kann da weg. Das ist alles gut. Die kann auch weg. Hat er das jetzt so akzeptiert? Weiß ich nicht. Wir werden sehen, oder? Bauen wir noch mal Construction. Wall ist hier zu bauen. Geht da natürlich wieder nicht. Stopp, das ist auch verkehrt. Das abreißen. Das abreißen und das abreißen. Das abreißen. Das abreißen und das abreißen. Da auch, da auch. Da mal irgendwann abreißen und da mal abreißen. So, dann Construction, Wall, dahin bis nach da. Also das geht wieder nicht, weil, ne? Was sagt er jetzt? Non-Economic Items. Construction Walls. Okay, lass erstmal weitermachen, so wie es ist, oder? Wir haben hier auf jeden Fall einen Himmelverband vom Omon Anhas arrived. Die sind aber jetzt schon nicht mehr da, ne? Die sind schon weitergelaufen. Gut. Immer noch an der gleichen Stelle, kannst du vergessen. Weg. Keine Migranten. So, die sind jetzt da. No trade needed. Broker trade moved goods. Broker registered Depot. Ja, das ist schon mal gut, ne? Das kann weg. Okay. Da gibt es nichts zu fangen, aber unser Trader ist da. Trade. Rose Gold Bars. So, das sind Menschen, die da gekommen sind. Also brauchen wir jetzt keine Sorgen haben, da können wir wunderbar Sachen haben. Sag jetzt nichts, wir haben jetzt nichts dabei. Das ist doch alles, was die haben, oder? Und wir haben nichts. Valve, null Trader Profit. Irgendwas ist hier falsch. Weiß aber noch nicht was. Rose Gold Bars. Gems. Raw Gems, Stones. Was haben sie hier? Ein Bull und ein Dog. Aber ich habe hier selber nichts. Ich habe bestimmt das noch gar nicht richtig hier angemacht, ne? So, das ist es. Amuletten. Können da alle hin. Können auch da alle hin. Die auch alle hin. Die kriegen nur Amulette jetzt, ne? Alles dahin. Waffen? Nee. Taschen? Nee. Arrows? Nee. Betten? Können sie nicht mitnehmen, ist sowieso zu schwer. Kriegen wir da irgendwas für? Nein. Kann man auch so entsorgen. Boxen? Nee. Buckets? Nee. Käfige. Chains brauchen wir nicht. Doors. Eier? Nee. Da gibt es 200 für, ne? Ah, das weiß ich noch nicht so wer, wirklich. Handwear, Large Gems.
Large Table Cut Green Zirkon. Ne, ich glaube, den behalten wir noch, weil den können wir vielleicht weiterverarbeiten. Holz, Pflanz, Raw Fish. Das können die alles haben. Fisch mag ich sowieso nicht. Oh, Gems? Nee. Steine? Steine nehmen die sowieso nicht mit. Tische? Haben wir ohne Ende gemacht, ne? Hol da mal ein paar rein und dann ist erstmal gut. Ach so. 51. Wie viel Gewicht haben die denn? Keine Ahnung. Egal erstmal. Tools haben wir auch noch. Ein paar Wheelbarrows hier können wir noch anbieten. Allerdings ja eigentlich nicht die hohe Qualität, hat man mal gesagt oder so, ne? Ist jetzt auch egal erstmal. Lass die mal drinnen. Und Wappen, ne, machen wir nichts. So, das sollen die da mal erstmal reinbringen, ne? Kommt der schon was, ne? So, Move Boots Trade. Broker kann Access Depot. So, jetzt ist hier schon was drin. Aber nicht genug, denke ich mal, ne? Da müssen wir noch warten. Bis sie das alle reingebracht haben, oder? Die bringen ja noch was, ne? Keine Migranten. Frühling ist erreicht. Wir haben Nachwuchs gekriegt. Zirkon haben wir gekriegt und Kobaltit. Das Alert kann man weglassen. Das gucken wir uns später an. Das sieht erstmal gut aus hier, oder? Das bringt hier ganz viel da rein. Noch laufen unsere Leute. Das bedeutet, die bringen noch was, oder? So, jetzt wird's ruhiger. Einer bringt noch was, glaube ich, oder? Ach, die holen woanders noch was weg. So, jetzt machen wir hier den Handel auf. Ach, da steht auch noch, wie viel über sind. So, die letzte Sache noch rein. Und dann ist gut. Dann handeln wir. So, jetzt. So, wenn ich das jetzt auswähle, sind die bestimmt schon gleich überladen, ne? Ist das überladen? Gucken wir mal. Die Amulette, den Fisch. Ne, die Zahl wird kleiner, ne? Ja, gut, das heißt, die können ordentlich was mitnehmen. Das heißt, sie können sogar die Tische alle mitnehmen. Wo sind denn die Wheelbarrows? Hätte ich doch auch, aber die wollen die vielleicht gar nicht. Die sind da drin und das ist das, was sie wollen. Okay, egal, das ist schon mal gut. 1516 ist schon mal eine Hausnummer, ne, oder? So. Oh, 500 und 900. Zwei Games hier und dann ist es schon erledigt. Aber das wollen wir erstmal gucken, was es hier gibt. Seide. Anja, Toy Boats, Spielzeughammer, White Millet Beer Barrel, nehmen wir. Da ist ja was drin. Milk Barrel, Wine Barrel, Buckets, Reunig. Warhammer nehmen wir mal mit.
Longsword. Aber das wird schon zu teuer alles wahrscheinlich, ne? Lass uns erstmal auch noch nach Essen gucken. Wins, Stoff, machen wir selber. Leder, Amuletten, ne? Haben wir schon Dingens in Unreal? Ich glaube nicht, ne? Lass uns den mal besser ankaufen. Flash. Lass uns mal gerade gucken, welche Seeds finden. Hier die Großschreibung an, ne, der schreibt doch automatisch groß, ja. Replace Woolbag. Wo steht hier was von Seeds? Das ist Mehl. Ich sehe da jetzt nichts mit Seeds. Dann lass das weg. Geh mal erstmal von unten gucken. Ich glaube, da war eine Sheet. Nee, Crutches brauchen wir auch nicht. Cheese. Nehmen wir mal zwei Käse mit. Fibers brauchen wir eigentlich nicht. Röcke brauchen wir auch nicht. Vielleicht sollten wir die Hose nehmen, aber die wollen wir selber machen. Garn, Leaves and Fruit, Leaves and Fruit. Bitter Melon Leaves. Pflanz. Da können wir vielleicht auch was rausbrauen, oder? Ist das hier Fisch? Ja. Fleisch. Nehmen wir auch was mit. Unreal hatten wir einen. Large Gems. Ah, er ist schon nicht mehr grün, ne? Er ist schon in dem gelben Bereich. Kupferbolzen. Stoff. Stoff. Gibt es hier irgendwo was mit? Nee, Samen sind jetzt glaube ich nicht dabei, ne? Shield Caps. Headshots. Gauntlets. Mini Bags contains one item. Mehl drin wohl. Tja. Hier ist noch ein schicker Mantel. Capes. Und will er das so haben? Ist die Frage, ne? Da haben wir alles angeboten. Trade. Aha, das heißt, es ist eben nichts. Den Morgenstern vielleicht wieder wegtun hier. Dann ist er nämlich glücklich. Komm, zack. Erledigt. Gut. Dann haben wir das schon wieder ein bisschen weiter vorangetrieben. Wir haben gehandelt. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir weiterkommen. Unsere Räumlichkeiten bauen etc. und so fort. Das ist ja dann jetzt auch angesagt. Ne? Wie sieht es hier aus? Ja, die Wände, die Räume sind schon kleiner geworden. Es sind tatsächlich auch schon Türen gesetzt. Diese, wieso hat denn das Klicken jetzt mich dahin befördert? Diese Tür muss da weg. Aber ich weiß nicht genau, wie. Toggle the dump status of this item. Ja, habe ich ja gedumpt gemacht, oder? Aber wir haben wahrscheinlich keinen Ort, wo es reingelegt werden kann. Ah, jetzt wird erst gebaut, okay. Ich dachte, wir wären schon fertig hier. Gut,
machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.